Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Du darfst gerne Hallo sagen, du bist schon wie Melanie. Servus, hi. Und ich höre auch genauso gut wie Melanie. Was? Ich höre auch genauso gut wie Melanie. Ja, gar nicht. heute die Selektion von den Fischen, die Chris jetzt in die Auktion geben möchte. Genau. Wir haben insgesamt, wie viele sind es? 60? Das sind 60 Fische im Becken, ja, genau. So, und davon wollen wir 20 jetzt in die Auktion geben. Dann habe ich gesagt, Chris, fang du die raus. Dann sagst du, nee, das ist dein Auktionshaus, das sind deine Kunden, du suchst die jetzt aus. Und da dürfen Sie jetzt sicher sein, dass ich wirklich die nehme, von denen ich mir sicher bin, dass sie den größtmöglichen Spaß haben und das größtmögliche Potenzial mitbringen. Ja. Und dazu gebe ich jetzt Chris die Kamera in die Hand. Heute drehen wir die ganze Geschichte mal um. Und Christian, also sein Zuchthelfer, da gibt es zum ersten Mal richtige Bilder jetzt. Jetzt gibt es mal richtige Bilder. So, und ich werde auch immer, du musst jetzt nur aufpassen, dass du hier nicht hinkommst, da gibt es Tonstörungen. Und wenn du da vorne irgendwo drauf gehst, geht es aus. Also du musst immer gucken, dass das REC da leuchtet. Wie stelle ich scharf, falls es mal unscharf du sein sollte? Du musst den Shutter halb durchdrücken hier. Halb. Ja. Wenn du ganz durchdrückst, hör die Aufnahme auf. Ah, passt, alles klar. Gibt's mal. So, interessant finde ich schon mal, dass in der Zucht nicht nur Asagi rausgekommen sind, sondern auch ein paar Matsukawabake, ein ganz altes Blut. Bei Ochiba kommt es häufig vor, bei Asagi. Und der hier ist ja wirklich wie gemalt. Der geht auf jeden Fall ins Auktionshaus. Kannst du rausnehmen, Christian? Den finde ich wirklich toll. Chris hat vorher gefragt, ob man die denn verkaufen könne. Dann sage ich, ja, Makoto züchtet die im Moment sogar. Dann haben wir noch einen zweiten, den finde ich auch super. Der hat so dieses ganz klassische Bakesumi. Bakeru sich verwandeln. Also der hat wirklich die Chance, auch ein sehr guter zu werden. Hat auch eine schöne Körperform. Und man sieht, Bakesumi kommt von oben, fängt auf der Hautoberfläche an und geht dann nach unten durch. Im Gegensatz zu Honsumi, der sich von unten nach oben entwickelt. Also die zwei haben wir auf jeden Fall schon mal. Dann, ganz klar, da habe ich Chris sogar gesagt, diesen Asagi Nanashi, ja Asagi, den sollte er besser behalten. Körperform super, Qualität super, also gibt es noch überhaupt nichts dran auszusetzen. Auch der wird im Auktionshaus aufschlagen. Dann haben wir hier einen helleren Typ, auch von der Körperform, einer der ganz guten. Und man sieht schon, der hat rote Augen. Wenn du da vielleicht mal ranzoomen kannst, noch ein bisschen rot an den Kiemendeckel und in den Schuppen. Also auch er wird ganz sicher die Asagi-typische Zeichnung ausbilden. Dann er hier, klassisch Asagi, schon fast fertig, zeitige Zeichnung, fängt er an auszubilden. Toller Kopf, tolle Zeichnung, tolles Koginami. Dann er hier, ein sehr heller Typ, also sehr heller Kopf, sehr helle Flossen und zeigt auch wunderschön. Siehst du dieses rote Licht noch am Ende des Tunnels? Ja, sehe ich. Blinkt dann noch REC? Ja. Also auch ein toller Tategoi. Hast du mitgezählt, Christian? Sonst gib mir einen Zähler, ich zähle mit. Jetzt hast du aber kurz einen Professionellen hier rausgehauen, hä? Klar, alles hier. Auch so ein Typ, den ich mag. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde die Fische jetzt nicht schlechter als die, die Chris hinten hat. Chris hat mehr auf die Hellen gesetzt. Er hier, Snowtype, allerdings zeigt er hier oben schon, dass er auch das Netzmuster im japanischen Ami durchdrückt. Unten zeigt er auch schon schön orange Flossen, also auch sehr gutes Potenzial. Wie viele haben wir? Acht. Das muss mehr sein. Ja, es sind acht Stück. Hier auch toll. Auch ein bisschen rot in den Flossen und am Auge und am Kiemendeckel. Das sind immer so die neuralgischen Punkte. Wenn da das Rot erscheint, dürfen Sie sich sicher sein, dass es zukünftig auch kommt. Auch hier keine Frage, sehr gute Kategorie.
Dann machen wir noch ein bisschen was für die, die es gerne rot mögen. Ein bisschen kleiner, aber das ist häufig so. Die, die relativ zügig Wachstum etwas zurückfahren, die bilden dafür Zeichnungen aus. Schöner Hiasagi, wenn die Zeichnung deutlich über die Seitenlinie hochgeht. Und auch auf dem Oberkopf spricht man vom Hiasagi. Den wollen wir auch mal versteigern. Nicht mal, sondern jetzt. Dann wollte ich noch den Matsukawa Bake. Die Steigerung des Hiasagi, wenn sie das Rot also ganz schließt, ist man beim Matsukawa Bake. Den haben wir hier. Okay. Hier vom Typ her heller, vom Rot. Aber auch ein interessanter Hiasagi, der sich in den nächsten Monaten noch schön entwickeln wird. Kann auch raus. So. Was denn da in Fischen versteigern wir noch? Ja, hier zeigt zwar noch momentan noch kein Rot, dafür eine sehr gute Körperform, ein schönes Kokenami, also die Zeichnung entlang des Rückens, die Beschuppung. Er ist auch ein toller Tategoi. Zeigt auch gerade sowohl an der Seite, Kiemendeckel, Schuppenauge, dass der rot ist. Also dauert auch nur noch wenige Monate. Die Fische werden auch gechippt, sodass sie sicher sein können, dass sie dann auch den bekommen, auf den sie geboten haben. Auch interessant. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Auch schön. Zeigt ein sehr dunkles Rot, da wo es schon erscheint. Allerdings bislang nur am Kiemendeckel, was aber nicht schlimm ist. Warte mal. Ne, ist okay. Ich dachte gerade, wir hatten einen gefällten Kiemendeckel. Wie viele haben wir jetzt, Chris? 16. So. Gib Gas, die Kamera wird schwer. Was? Die Kamera wird schwer. Hey? Siehst du mal, warum ich so muskulös bin? Das wird ganz schön was. Harte Arbeit. Jetzt haben die Leute wieder gelacht. Ich bin muskulös. Boah. Also die zwei. Auch sehr schön. Beide bilden gerade ein schönes Kokenami aus. Wie viel Stück haben wir? 18? 18. Also noch zwei. Zeigt auch in den Brustflossen ein bisschen rot, sonst noch nirgends, reicht aber aus. And last but not least, der ist auch schön, ja, der zeigt noch gar kein Rot. Nehmen wir ihn hier noch. Den hier? Den hier. Den kleinen? Ja, oder? Also, Chris, einen Wunsch. Das ist doch schön. Warum willst du den loswerden? Ich finde schön. Ja, sehr hübsch. Das war also, was anderes. Genau. Jetzt haben wir also 20 Stück. Sie haben gesehen, wir haben aus ca. 60 Stück ausgewählt. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Und da sehen Sie tolle Körper, tolle Qualitäten. Die meisten mit rotem Zeichnungsansatz bereits. Und die werden wir jetzt im Folgenden chippen, dann fotografieren. Und ja. Alles klar, Chris, Dankeschön. Gerne. Und Sie haben gesehen, dass wir nicht irgendwas, sondern von denen, die jetzt in Verkauf gehen, gibt Chris wirklich die besten 20 Stück her. Ich denke mal, die größten dürften schon um die knapp 30 cm haben. Aber das sehen Sie ja dann in der Auktionsbeschreibung. Alles klar, bis zum nächsten Vlog. Danke und ciao, macht's gut.